Wachholz, bin eigentlich ein Schlagzeuger, um nur kurz zu sagen, wo ich herkomme, und habe mich dann vor 20 Jahren auch mit Percussion beschäftigt. Dass ihr möglichst versuchen müsst, auf der Cajon ein bisschen gerade zu sitzen, und zwar so, dass ihr den Rücken ein bisschen durchdrückt. Warum? Man neigt oft dazu, so zu sitzen. Das habe ich bei vielen schon gesehen, dass man so die Schulter verbeugt und so sitzt. Das ist für den Rücken nicht so toll. Gerade für mich, also ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste, ist es schon schmerzhaft, die ganze Zeit so zu sitzen, das tut weh im Rücken. So, jetzt fangen wir mit dem Basston an. Der Basston entsteht, wenn man mit der Handfläche auf die Schlagfläche spielt, und zwar mit der Innenfläche der Hand. Wenn ihr eure Hand mal anguckt, hier gibt es diese Linie, ja, das sind diese Ballen. Und wenn ihr jetzt so hoch geht, bis zum ersten Glied hier von den Fingern, bis zum ersten Ansatz, hier diese Fläche kommt jetzt auf die Schlagfläche, hier die Innenhand, nicht der Handball, nicht den Handballen auf die Cajon spielen. Das werde ich euch danach noch zeigen, weil das klingt nicht so gut. Abwechseln mit den Händen. Macht mal mit. Fangt mit rechts und links an. Genau. Und versucht jetzt immer im Tempo zu bleiben. Wir nachspielen. Super. Jetzt machen wir noch ein schneller. Weil es mehr ein heller Ton ist. Und zwar entsteht er so, dass man hier an der Kante den Schlag aufsetzt, die Hand. Und zwar seht ihr ja hier, wie diese Linie, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Mitte von der Hand. Wer kennt sich da aus? Die Lebenslinie oder ist die Schicksalslinie? Ich habe keine Ahnung, ich habe extreme. Der Daumen soll draußen bleiben. Ganz wichtige Geschichte, nicht den Daumen jetzt dazu nehmen, weil das tut weh auf die Daumen. Ja? Sondern den Daumen rausnehmen. Also die Hand so fallen lassen und hier den Daumen hier rausnehmen. Man landet hier an der Ecke und da, was war noch nicht, dadurch entsteht ein offener Schlag. Die Finger landen alle dann auf der Schlagfläche. Aber erst landet ihr hier und dann schlagen die Finger hier drauf. Ganz locker. Und dann geht er wieder weg. Dann nicht pressen, sondern wieder weggehen. Das ist auch gut. Entsteht der so, dass ihr jetzt auch wieder den Daumen draußen nimmt. Ne? Ihr legt wieder hier auf, ja, wieder an der Kante, die Hand, und lasst die Finger ganz locker. Nicht so spannen, sondern ganz locker lassen. Das ist wichtig. So, jetzt versucht ihr aber mit den Knöcheln und mit der Hand hier auf die Schlagfläche zu knallen. Und je nachdem, wo ihr auf B drauf spielt,
dann kann ich nämlich auch an der Ecke spielen. Merkt ihr das? Wird er noch lauter. Hier, wenn ich an der Ecke spiele, habe ich den Kopf.